Servus Leute, willkommen zurück zu Angry Video Game Nerd 2. Und der Wolf wird Shit angry. So. Der Moment, wo ich auf den Tisch schlage, der rückt immer näher, ich fühle es. Ich habe einen so einen Jucken in meiner Faust, ich will damit das Gesicht eines gewissen Nerds massieren. Mach mal weiter. Hallo. Na, warum dreht der Nerd sich nach links? Ich dachte, er ist ein Rechtsradikaler. Warum dreht er sich dann nach links? Ja, jetzt kommen langsam immer die böseren Kommentare. Wer es ernst nimmt, ja, nicht ernst nehmen. Ist Spaß und so. Nerd-Action! Wo ist ein Bier, wenn er uns mal braucht? Ja, ich habe gerade ein Bier gesoffen, also der Nerd hier. Nicht ich. Ich bin Anti-Alkoholiker, ich kann kein Bier trinken. Können schon, nur wollen nicht. Oh, das war knapp. Ja, können schon, nur wollen nicht. Ich werd gefistet. Ey, warum treffen meine Kackabomben nicht? Yay. Warum schaffe ich das nicht? Im Grunde sind diese F-Bomben eine Anspielung, nämlich Nintendo einmal zugelassen hat. Ich weiß jetzt nicht mal in welchem Spiel. Und zwar nämlich. Fuck. Ja, dachte ich mir. Das Wort ist mir. Und dann hat der Nerd völlig ausgerastet, völlig in Rage gesagt. Will drop the F-Bomb! Ich hätte mir das Bier aufheben sollen, ich Schwein. Warum liegt der Kackergeist noch? Mein LP hast du ja noch nicht gesehen von dem Spiel, oder? Nein, aber ich stelle mir vor, dass es voller Rages ist. Oh, der erste Durchlauf geht. Ich hatte da vielleicht so ein, zwei Stellen, wo ich so meine 5 Minuten hatte. Ey! Aber bei der zweiten Version. Schneller! Gab es Stellen tatsächlich, die haben mich am Rande der Verzweiflung gebracht. Und an so einer Stelle bin ich auch noch gerade und die muss ich noch aufnehmen. Schneller. Und sagen wir es mal so, Wolf. Wenn ich mir tatsächlich wünsche beim LP auf Hardest Walls von diesem Spiel, dass ich mich lieber für Boshi entschieden hätte sollen, dann kannst du dir denken, wie scheiße das wird. Es gab tatsächlich so ein, zwei Stellen, wo ich gedacht habe, warum habe ich mich nicht für Boshi gleich entschieden? Ist das Spiel schon durch, oder? Boshi habe ich zur Hälfte durch. Das hier. Das hier? Ja. Fast. Ich bin lediglich am Endboss. Ich bin gleich am Ende. Jetzt schon. Das Spiel geht aber noch ein Weilchen. Ich weiß. Stimmt. Naja, am Ende bin ich eigentlich nicht, aber... Also schon. Wenn das tatsächlich hier so weitergeht, dann wird das hier sogar die 30 Part überschreiten. Ich rechne sowieso mit 100 Parts. Minimum. 100 nicht. Danke. Oh. Kommt her, ihr Wichsfledermäuse. Das sollte nicht runterfallen. Wenn das kaputt geht, habe ich Sauerei. Alles klar, ich habe gewisse Techniken. Ja, toll, die treffe ich nicht. Ich hab gewisse Techniken. Ich bin das
Jetzt fange ich schon an zu meckern. Tschüss, ein weiterer Nerd stirbt. Ah ja, ich habe einen guten Vergleich gefunden wohl. Dieses Spiel ist genauso schwer auf Hard as Balls Blind, wie als würde man Doom 1 auf Nightmare spielen. Also das, was du mir als Race angedreht, als Strafe angedreht hättest, oder? Ich fand es so im Nachhinein, fand ich das eigentlich sehr krass von mir. Hallo. Weil bei dem Straf-LP wärst du auch ausgerastet, aber sowas von. Bestimmt. Weil das Problem ist, bei Doom musst du sehr viel Backtracking machen. Und die kommen dann immer wieder, das hast du schon gesagt. Aber auf Nightmare kommen ja die Monster wieder und du hast allgemeine Munitionsknappheit. Das heißt, du stehst permanent unter Strom und Stress. Und das ist so unangenehm. Warum dreht ihr mir alle so böse Race-Bestrafungen an? Ich bin voll human und ihr? Der Wolf braucht doch seine... Ich mag ja auch mit seinem Dorf-Race da. Ach, Dorf-Race ist noch angenehm, finde ich. Nein, das ist ein Horrorspiel und das verkrafte ich nun mal nicht. Sagt der Amnesia zockt und Lohn. Amnesia ist ein Let's Try, das ist nur ein Versuch. Tut das. Mehrere Versuche. Oh, ich bin zum ersten Mal mit zwei Flaschen hier. Es wird immer besser. Ja, mit mir und der Schmacki. Ja, das auch. Bitte Gott, lass es mich nicht verkacken. Bitte großer Nerd im Gamer-Himmel. Oder auf YouTube. Ah! Oh. Ja, aber oben gibt's doch keine. Jetzt musst du aufpassen. Oh, oh! Das letzte Ding. Der letzte Sprung und ich verkacke ihn. Oh. Mir wird gerade so schlecht, wenn ich den Nerd angucke. Ja, stirb, verrecke, keiner liebt dich. Wenn ich das so überlege, man sollte so einen Tischklopfer kontern hier. Ja, irgendjemand kann das ruhig machen. Das wird aber relativ oft der Fall sein. Wenn wir über 100 kommen, muss es noch eine Compilation davon geben. Sei froh, quasi dass... Best of von... Ja, da kann man so ein Desk Drum oder so machen. Damit kann man einen Remix machen dann. Hallo! Du. Fuck, Geist! Guck ihn an, wie er lebt! Also, nicht lebt, weil er ist ein Geist. Er ist doch tot! Ja, deswegen ja. Ich schaff das nie wieder so gut. Tot, aber er lebt. Ich schaff das nie wieder so gut dahin. Also, wenn du es einmal hingeschafft hast, dann wirst du es auch zweimal hinschaffen. Da versucht er mich auch noch aufzumuntern, wie ekelhaft. So ist es halt. Das sind so meine Taktiken, die ich mache. Also ich rede mir dann halt ein, wenn ich es einmal dahin schaffe, dann schaffe ich es auch zum zweiten Mal. Ja, das habe ich mir oftmals bei... Oh, Wix! Viech. Gute Motivation. Trotzdem habe ich diesen Boss Mega Man bisher noch nicht geschafft. Zählt das auch, wenn ich mit der Stirn auf den Tisch haue? Ach ja. Scheiße, habe ich gerade gemacht und jetzt tut mir die Stirn weh. Das war aber ganz schön leise. Ja, weil ich mir so... Das muss lauter sein. Auf einmal Platzwunde. Oh. Naja, dann wäre ich beim... Der Buch soll sich ja nicht verletzen. Dann wäre ich beim Zocken fast so krass wie beim Autofahren. Obwohl, ja gut, ich habe schon... Haust du dir den Kopf beim Lenkrad an? Nein, aber ich bin schon mal mit einer Platzwunde gefahren. Ach so, ja, da bist du ja ausgerutscht und dann... Nein, bin ich nicht. Ich habe meinen Kopf wo durchgestellt, also bei so zwischen ein...
zwischen einer LKW-Laderampe und im Boden habe ich den Kopf durchgesteckt, damit ich reden konnte, weil ansonsten hätte man mich nicht gehört. Und beim Kopf rausziehen habe ich mir den Hinterkopf angeschlagen. Dann hat Aua, ich, dann am hat, Eck. Ja, dann hatte ich ein Loch im Kopf. Oder zumindest. Das ist nicht so angenehm. Ja. Ach, was zu. Ich bin doch so ein Hornviech. Ja, jetzt kann ich sie knicken. Tschüss, ich renn durch. Jetzt wird die Arsch. Ja, war klar. Tschüssi. Jomo kann mir nicht helfen, doch indem sie mir meinen Schwanz abschneidet. Das sind weniger Schmerzen als das hier. Und da fliegt das Auge, da hat Jomo mit ihren Schwertern rumgestochert. Drück doch den Kack! Yeah, die Musik ist so kacke hier. Den ersten Teil war mal ein vielfaches geiler. Keine Sorge, die Musik wird in anderen Levels wesentlich besser. Ja, aber hier in der Level, das baut nicht mal auf, das... Ey, du... Viech. Verrecke, ich will dich tot sehen. Es kommt immer auf die Levels drauf an. Jetzt zum Beispiel da... Keine Ahnung, da... Hast du ja so gesehen, da Chinatown da unten links. Bei der Map. Ja, irgendwo. Die Musik ist wesentlich besser. Ich würde ja eine andere Level machen, aber ich bin hier gerade so gut vorangekommen. Oder diese Board James Level sind musikalisch auch besser. Alter, die Schnauze. Die Brettspieler. Mhm. Hallo, es ist ein verkacktes Timing. Ah ja, diese Stelle. Ich weiß noch, als wir es gestern gewesen. Aber dabei ist es schon länger her. Es hat gelegt! Oh! Das sieht man vielleicht. Oh! Oh, ho, ho, ho. Ah. Alter. Es leckt seine Boards. Ja, das passt sogar. Ich habe eine Idee, aber das muss gelingen. Warte mal, das ist der Lick My Boards. Angry Video Game Nerd 2. Gibt's davon ein YOLO Game? Nein! Siehst du, nein. Gibt's nicht. Das sowieso. All Ball. Es gibt ein Impossible Gameplay davon. So, endlich. Wenn auch nur aber ich hab's als erstes angefangen auf Hardest Balls. Darauf kann ich stolz sein. Könntest du bitte. Angry Wild, das. Warum lebt er so lange? Also, ich hab. Nein! Es gibt ein Bad Ending? Lol. Das muss ich. Da hab ich's mit der Waffe so weit geschafft und ich renn da durch die Waffe da durch. Ich kann da glaube ich gar nicht ausweichen. Hast du bei Trap das Bad Ending bekommen? Ja, habe ich. Eines von den Bad Endings. Hast du das denn geschafft? Falsche Antworten gegeben. Oh. Jetzt passt mal auf fucking Impossible hat man 3 Leben pro Level. Da kommt man gar nicht durch, das heißt, es ist fuck egal, ob man das jetzt mit der Waffe hierher schafft. Man hält genauso viel Treffer aus. Aber jetzt kommt's. Super strong enemies, also extra starke Gegner. Und keine Checkpoints. Ey. Oh Gott. Das heißt, die Gegner sind nochmal so stark, also viermal so stark wie normal. Du Scheiße. Das ist entweder eine Proto-Man oder eine Bass-Anspielung. Der Typ. Oh. Das ist eine Proto-Man-Anspielung. Aber er benimmt sich wie Bass. Nee, Bass springt
bleibt stehen und schießt. Dann springt er nochmal, bleibt stehen und schießt. Dieser Homo-Fürst. Bei Bass springt er irgendwie bloß nur. Der Protoman, der rennt und springt und springt und springt und schießt und schießt und schießt. Er ist so ein größeres Arschloch als Protoman. Ja, Protoman ist keine Schwierigkeit, vielleicht den Mega Man 7. Da ist er etwas härter. Laut Mirko zumindest. Ja, laut Mirko, du weißt, wie Mirko spielt. Wie der letzte Rotz. Einiges schlechter als wir. Ja, der spielt wie der letzte Rotz. Das ist es ja gerade. Und der hat traurig, dass und genau solche. Ich hab bei Protoman verloren, das fand ich so lustig. Traurig, dass genau solche Leute Abos ohne Ende bekommen. Im Grunde ist es kommt ja eigentlich auch auf den Unterhaltungswert an und den hat er erfüllt. Ja. Zumindest meiner Meinung nach. Also ich kann mir seine Videos öfters geben. Weil wenn er ja so perfekt durchspielt, das ist ja dann irgendwie. Ja, irgendwie schon lame. Langweilig. Außer man mag halt dieses, wenn man halt so die Fakten erzählt oder sonst wie was. So wie ich in Mega Man Zero. So Fakten hinterlegen beim Gameplay einfach so. Ja, so 100% Run oder irgend sowas. Ja, das, Ich wollte gerade sagen wie Final, aber er raged auch. Ab ja, wie Heavy vielmehr. Nicht ganz, so wie. Hier. Mir fällt jetzt gar kein Vergleich irgendwie ein, weil es solche Leute eigentlich selten gibt, die wirklich richtig gut spielen und dann so mit richtigen Grundwissen. Obwohl, Final gehört schon ein bisschen dazu, würde ich behaupten. Ich hab's mit zwei Flaschen jetzt geschafft. Das einzige, wo ich dieses Wissen erfülle, ist Mega Man Zero. Ja, und Turbo. Da kommt man nicht durch. Das heißt, man muss zwangsläufig immer dieses Item einsammeln. Das ist ja bekackert. Oh, shit. Ja gut, die Bälle können dir vielleicht helfen. Jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr. Ich wollte ihm so Schaden zufügen. Hallo, halt die Schnauze, Bastardviech. Oh ja, das hat mich auch immer abgepackt. Naja, ich mag lieber so Let's Player, die auch mal so richtig ausrasten können. Nein, er dreht. Stimmt, geht mir auch so. Ja, dann habt ihr. Luke gehört zum Beispiel dazu. Oder der frühere Fang. Natürlich, wenn jetzt die Leute höheren Skill haben, dann könnten sie auch dementsprechend die Spiele Schwierigkeitsgrad mal anheben. So zum Beispiel Leute wie mich. Die dann anfangen. Wie komme ich an den Bastard vorbei? Die dann anfangen, plötzlich den nächsten Schwierigkeitsgrad zu zocken, wie der Wulfchen. Oh Mann, oh, das ist nicht wahr! Fick dich, du Arschloch, ich mach eine andere Stage. Ja, und gleich vor. Geil. Ich geb dir einen Tipp, wenn die unter Wasser so einen Kurzschluss haben. Abknallen. Kannst du sie nicht besiegen. So, was ist das da? Eine schöne Kackfrost! Ah ja, das Item, das du gerade eingesammelt hast, ist eigentlich ein Triple Shot. Wenn du dann noch so ein wenn du noch ein zweites Item von dieser Sorte einsammelst, hast du einen Pentashot. Das ist dann was? Und der Pentashot ist geil. Nachteil ist halt, du verlierst das Item nach einem Treffer. Das ist wie die fette Kanone im ersten Teil. Das ist eine NES-Turtles-Anspielung. Es ist eine Turtle, was? NES-Turtles-Anspielung. Ja, genau. Und du wirst auch nachher merken, wenn der Wolf so weit kommt. Also da spätestens dann muss man es merken, dass es nicht so ist. Schwing du Nerd. Hoch da, danke. Hä? Moment. Da schwingt ein Auge, es ist nicht gesund. Na, solange es nicht dein Auge ist. Okay.
Kann ich cheaten? Ich kann cheaten. Naja, fast. Nein, ich, guck mal, eine Anspielung an Bioshock. Vorsicht, der One hittet dich auch. Hab ich mir schon gedacht. Alle großen Idioten one-hitten mich. Eigentlich bin ich schon auf 20 Minuten, aber scheiß doch drauf. Ich bin mal gespannt, was du so am Ende dieses Levels von diesem Level halten wirst. Diese Bioshock. Diese Big Daddies. Die haben diese Bohrer. Und auch diese Anzüge. Ja gut, Circus, ich kenne das Spiel einfach vom Namen her. Bioshock spielt ja auch in einer Unterwasserstadt. Das weiß ich ja. Der erste und der zweite Teil. Deswegen ist es sowas von eine Anspielung. Hab ich, glaube ich, auch irgendwann mal vor. Bioshock ist geil. Und eine Anspielung an Doom haben wir auch gleich hier mit den Kakademons. Trilogie habe ich ja schon. Beziehungsweise. Ich wollte eigentlich mal. Ist schon länger her, so circa 2 Jahre her. Da wollte ich Bioshock 2 Let's Playen. Nein! Doch. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum es nicht dazu kam. Damals, oder war es schon 3 Jahre her? Damals existierte noch Windows Live. Wer sich erinnert, das war eine große Kackscheiße. Oh. Sich auf Windows Live zu registrieren, muss man sich bei 1000 anderen Sachen registrieren. Au. Und keine Ahnung, es hat irgendwie gar nicht funktioniert. Und man musste sich registrieren, um das Spiel abspeichern zu können. Bioshock 2. Ist aber doof, oder? Das heißt, ich konnte nicht abspeichern und das Spiel hat sich regelmäßig aufgehangen. Super. Mir wurde quasi das Spiel verschissen. So scheiße das hier. Auf wen haben wir das zu verdanken? Bill Gates. Verrückte Ja, mal. Bill Gates heißt bei mir Bill Gay, weil er eine blöde Schwuchtel ist. Verrückte Dummheit, danke. Beim nächsten Mal mehr von davon. Tschüss. Tschüss. Tschüss.